Wir versuchen seit über ein Jahr schwanger zu werden. Und da ich krank bin, ist das nicht so einfach. Und jetzt bin ich heute Morgen, da meine Periode ausblieb, auf Toilette gegangen und habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Und er ist positiv. Oh Gott, ihr könnt heulen. So. Wenn man so lange darauf wartet, das ist nicht schön. Jetzt muss ich das natürlich auch Robin sagen. Und ich habe mir seit einem Jahr schon überlegt, wie ich das mache. Und dementsprechend habe ich so lange schon diese Box hier liegen. Ich hoffe, dass Robin jetzt mit mir rausfährt zum Angeln. Da habe ich nämlich eine Flaschenpost vorbereitet. Und dann tue ich so, als wenn ich was Komisches gefangen habe. Ja, mal gucken, wie er reagiert. So, jetzt schnell die Flaschenpost zusammenbasteln und dann hoffen, dass er gleich mit mir rausfährt. Wir sind auf dem Wasser, wie ihr seht. Ich musste heute tatsächlich Robin etwas überreden, mit aufs Wasser zu gehen. Eine Seltenheit. Meistens bin ich doch diejenige, die sagt, auch wirklich heute schon wieder los. Heute war es Robin. Aber bei diesem schönen Wetter hatte ich irgendwie Lust, aufs Wasser zu gehen. Und wir sind jetzt, hat Robin überlegt, auf Barsch. Wir haben uns jetzt hier mit Wobbler ausgestattet und mal gucken, ob sie heute beißen. Es ist natürlich, also für Ende Oktober, wir haben heute den 30. Oktober, ist es viel zu warm. Ja, Klimawandel lässt grüßen, aber wir gucken mal, ob die Barsche Bock haben, bei dem Wetter zu beißen. Erster Wurf, Fisch. Barsch on. Und ganz schön dicken. Ich will auch. Ein guter schon, ne? Schön. Oh, ich habe auch Fisch. Livebiss. Also die Barsche haben heute Bock. Ich würde auf jeden Fall mal die Frage beantworten, dass die Fische beißen. Ich. Er darf wieder rein, der ist zu klein. Ja, wir nehmen immer nur für die Pfanne, wo sich das vom Filet her auch lohnt, ihn zu entnehmen. So, schöner Barsch. Küssi ans Fischi, du kleiner Freund. Mal gucken, vielleicht kriegen wir heute so einen richtig schönen, dicken Pfannenbarsch. Wir haben heute fast 21 Grad. Aber was wir heute machen, wir werfen mit dem Wobbler aus. Der geht so 1,5 Meter tief und wie ihr schon bei Robin seht, wir schlagen immer so ein bisschen rein. Lassen ihn dann mal kurz stehen, dann machen wir wieder ein paar Kurbelumdrehungen und währenddessen schlagen wir so ein bisschen rein. Kurz stehen lassen und dann geht's weiter. Und dadurch, dass er dann immer so richtig schön flankt, der Köder, werden die Barsche gallig, Fressneid entsteht, ja, und du fängst deine Barsche. Ui, großer Barsch. Guck mal. Oh, schöner. Flodder. Flodder Boars. So, wir machen einen kleinen Spotwechsel. Wir fahren jetzt eigentlich so durch Malchow und gucken, wo die Barsche stehen und ob wir noch ein paar kriegen. Wir machen uns heute einen richtig gemütlichen Tag. Mal sehen, was heute noch so passiert. Zack, da ist er. Ab. Na, das war er. Ja, das war er. Zu du angehauen. Gleich nochmal. Freust dich? Ja, süßen. Gut, dass wir doch rausgefahren sind zum süßen. Angeln. Süßen, ja. Ja, wenn man einen überzeugen muss, meistens fängt man dann die schönsten Fische. Jetzt haben wir schon echt tolle Barsche gefangen. Mal gucken, was wir heute noch machen. Ich denke mal, wir hatten jetzt überlegt, wir machen jetzt hier erstmal auf Barsch, bis es dunkel wird. Es wird ja jetzt früher dunkel, so 16, 30, 17 Uhr. Und dann fahren wir wahrscheinlich noch mal auf den Flesensee und gehen ein bisschen auf Zander. Aber wir nehmen euch heute nur zum Barschangeln mit und gucken mal, ob wir jetzt heute noch ein paar schöne erwischen. Sonne geht schon so ein bisschen runter langsam, ne? Zupf, zupf, stehen lassen. Zupf, zupf, stehen lassen. Ich war unkonzentriert. Ich war irgendwie mit meinen Gedanken woanders. Guck noch einmal. Ja. Ich bin wohl zu unkonzentriert. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Oh,
konzentriert, Robin noch mal ein bisschen Techniktipps gegeben und schon wieder Barsch. Der hat den aber ganz schön doof genommen. Hast du mal einen Hakenlöser? Schöner Fisch. Die Frau wieder. Bis Jens Fischi. Halbes Stündchen, ja. Achso, wir ziehen noch mal ein halbes Stündchen. Da drüben. Machen wir einen Spotwechsel, also. Ja, hier ist auch ein bisschen viel Trubel. Fahren wir irgendwo mal hin. Wo wir ein bisschen Ruhe haben. Ist immer viel los auf dem Wasser. Malchow ist eine schöne Gegend und reizt die Urlauber. Weil die Seenplatte ja gegen, ja, wie man es schon sagt, See an See an See. Und das ist natürlich auch toll, wenn man Hausbooturlaub macht oder so, dass man schön über alle Seen fahren kann. Aber ab und zu nervt es auch. Heute nervt es, dass so viel unterwegs ist. Pecan. So, jetzt hier machen wir nochmal einen Spotwechsel, mal schauen, wo Robin hin will. Aber hier vorne 1, 2, 3, 4. 4 Angelboote und einer vom Steg. Ja, guck mal. Die Sonne geht schon unter. Aber hinter uns sitzen auch schon wieder Leute. Ach, da sind auch überall welche. Ich hätte so gern meine Ruhe. Naja, bevor es dunkel wird, noch ein paar Barsche holen. Gibt's einen Spruch in Mecklenburg? Boss, Boss, Beat. Du weißt, ich hab kein Heat. Ich will die not to onboard adden, Boss, Boss, Beat. Der war aber zu klein. Zu klein zum Essen. Ja, gegen die Sonne gefilmt, wir haben ihn kaum gesehen. Sonne geht langsam unter. Da ist so einiges los, hinter uns sitzen Leute. So dicht am Ufer und ich hätte so gern ein bisschen. Mal schauen. Vor Sonnenuntergang. Muss. Ein Barsch. Petri, heil. Dankeschön. Mit Zuschauern. Schön Barsch. Sonne geht immer weiter unter. Und dann geht es nachher noch mal gemütlich auf Zander. Wie ihr gesehen habt, sind hier links ganz viele Leute. Ja, jetzt angeln wir auch noch mal ein bisschen auf Barsch. Der Robin hat noch einen richtig schönen Barsch, aber es wird dunkel und wir machen jetzt die Barschköder ab. Bitte schön, mein Schatz. Denn es geht auf Hecht. Wir fahren jetzt erstmal auf den Flesensee und wenn es nachher dunkel ist, vielleicht haben wir noch mal Lust auf Zander. Wir werden sehen. Es war hier gerade so viel los, so viele Menschen. Ich habe auch gerne einfach mal meine Ruhe. Sonnenuntergang hinter uns, voll romantisch. Wir sind am neuen Spot angekommen. Hier hatte Robin letztens einen richtig großen Hecht wohl, Nachläufer. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir den erwischen und genießen dabei den Sonnenuntergang. Na Ding, bin ich mal ein Cooler? Oh, ich werde mir jetzt den schönen Stroff dran machen. Den ich schon so viele Hechte gefangen habe. Mal gucken. Was ist denn los mit dir? Nichts. In dem Moment, wo ich dir meinen Geheimköder zeigen wollte, musst du dich in meine Richtung drehen. So, ich fische jetzt. Oh ne, jetzt hat sich das hier umgewickelt. Mach die Augen zu decken! Hast du das schon geahnt hier? Nicht gucken! Ach, wenn man das so lange plant, ey. Eine Überraschung machen. Ich hab Fisch! Dicken, fang mal schnell deine Rute weg, Hilfe! Komm mal schnell her, Dicken. Ich habe einen ganz besonderen Fang. Dass die Männer auch immer am falschen Moment gucken müssen.
darfst dir deinen besonderen Köder mal reinholen, den ich für dich gebaut habe. Darfst du spenden jetzt? Doch. Hier, das ist meine Rute. Vorsicht, die Schnur ist locker. Geh mal so, bis man dich bitte einmal sieht. Ich hab's gewusst. Schön, oder? Ja, komm her, Süße. Ja, und jemand wird was zu gucken. So bin ich. Na? Klein Golden? Na, ist süß? Ja. Mann, du solltest nicht gucken und dann musst du gucken. Sie war so aufgeregt. Die Leute die ganze Zeit. Jetzt können wir nicht woanders hinfahren? Können wir nicht woanders hinfahren? Oh. Ach, Ding. Deswegen war das so blöd, wenn die Leute mal gucken. Voll geil. Fang deines Lebens. Wir müssen ihn erstmal auspacken. Ich sehe ihn ja. Lass mal hier drinnen. Ziggy? Leute da. Wer weiß denn das schon? Gar keiner, ich hab's heute Morgen erfahren. Wie? Ich hab heute Morgen den Test gemacht. Hast du keine Tage gehabt? Nein, da hab ich heute Morgen den Test gemacht. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dir angeln gehen. Weißt du? Ja, bin gespannt. Naja, wenn man so lange plant, geht nicht immer alles ganz glatt. Hat er eine ganze Zeit geguckt und was machst du denn da und warum angelst du nicht? Naja, jetzt? Ich brauche erstmal einen Kaffee. Gibt es erstmal ein Käffchen? Jetzt müssen wir das erstmal ein bisschen verdauen. Wie ich heute Morgen. Und jetzt trinken wir Käffchen. Ob wir jetzt noch angeln gehen, wissen wir beide nicht. Wir gehen vielleicht essen. Ich gehe nochmal angeln. Du gehst nochmal angeln. Ja, ein paar Würfe darf man noch machen. Ja. Aber ich sag jetzt erstmal tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Abo da und so weiter. Völlig egal. Jetzt wollen wir den Abend genießen. Mit Sonnenuntergang.